Meine lieben 70 Millionen 100.000 Fußballfans, herzlich willkommen zurück zu 19er Alu, dem Schanzer Fußballtalk. Immer noch hier aus dem wunderschönen Gasthaus zur Schwalbe. Und bei uns immer noch der Erfolgscoach Carsten Wettberg, der König von Giesing. Da wollten wir jetzt auch noch ein bisschen drauf eingehen. Was waren denn damals beim Aufstieg so die Erfolgsfaktoren vom TSV? Was hat das ausgemacht? Ja, 60 war das dritte Mal an mir dran und zweimal habe ich abgesagt, weil ich immer in Verträgen war, in Landshut oder wir wir nicht aufsteigen haben dürfen, weil der Verein keine Lizenz beantragt hat, die Spielvereine in Landshut mit einem Zuschauerschnitt von 6.000. Bei Unterhaching wollte ich auch die zweite Liga fertig machen und jetzt habe ich gewusst, wenn ich ein drittes Mal absage, dann ist es finito. Vorbei und dann habe ich ja gesagt, aber erst nach der Saison. Dann hat irgendjemand in der Abendzeitung was gesagt, die haben spekuliert und dann ist das immer schlimmer geworden. Dann haben wir in Friedrichshofen mit Unterhaching Vorbereitungsspiel gehabt, zwei Tage später waren wir ins Trainingslager nach Spanien geflogen und wollten einen Vertrag mit mir 2 Jahre verlängern. Und da bin ich natürlich unter Druck gekommen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich es ihnen sagen. Dann habe ich ihnen gesagt, dann haben sie eine Krisensitzung gemacht und haben sie 24 Stunden Zeit gegeben, dass ich das revidiere und in Unterhaching unterschreibe. Schon mal also gesagt, was willst du denn? Willst du ein größeres Auto? Willst du mehr Geld? Willst du einen 3-Jahres-Vertrag sagen, was du willst? Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe zu 60 nach der Saison. Nein, du gehst nicht zu 60. Dann habe ich gesagt, Toni, ich gehe da nicht. Naja, 24 Stunden später haben sie dann entlassen oder beurlaubt. Und 60, da haben sie die Ereignisse bei 60 überschlagen. Und inwiefern? Ja, das ein Berofka mit der Berofka war an 5., 6. Stelle, ich glaube, 9 Punkte hinter Schweinfurt mit Lorand. Und haben sich getrennt vom Berofka oder haben sich einen Vertrag aufgelöst. Und haben mich angerufen, ich muss sofort kommen. Dann hat Haching gesagt, dann kriegen wir Ablösesumme. Wir verbieten das, ob da was gelaufen ist, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls zu 60 und dann hat es angefangen. Ne? Was war die Faszination von dem Club? Also, ja, dass sie gesagt haben, Mensch, ich Tradition, muss da unbedingt hin? Das Grünwalder Stadion. Ich habe ja mit dem ESV oben gewonnen. Ich habe mit dem MTV einen Pokal geholt oben. Alles im Grünwalder Stadion. Das waren immer die Highlights von der Saison. Und auch mit Landshut. Und ein paar Mal schon viele Leute. Und beim wie wir mit dem ESV dort gewonnen haben, da haben sie gemeint, sie steigen ab nach dem Spiel. Und das wäre ja fast passiert in der Landesliga. Und sowas vergisst man nicht. Ne? Und natürlich das Publikum und die Anhänger, die damals ja, sage ich noch, wesentlich jünger waren. Das darf man nicht vergessen. Und dann hat es angefangen, die Euphorie. Ne? Das war ja ein cooler Kader, würde ich jetzt mal sagen. Magic Kneißl drinnen. Ja, aber also, hat schon eine Faszination gehabt jetzt im Nachhinein. Das sind schon Kultfiguren. Ist schon klar, aber das waren ja in erster Linie meine 9 oder 10 Vorgänger oder Evi. Das waren lauter Profitrainer, die erste Liga trainiert haben. Und so weiter, vom Klima Chefs gewiss alle geheißen haben, Josef hier. Und, viel Geld war da drin. Und dann war es eben eine Mannschaft aus fast lauter Bayern, also aus der näheren Umgebung. Einige, die ich vorher schon trainiert habe, wie der Heiner, Walter Heiner und Schmidtbauer Horst. Ne? Und dann der Rainer Berg, der gekommen ist erst. Also es war schon eine geile Mannschaft und die man auch begeistern konnte. Und dann sind es plötzlich 15.000 Zuschauer und dann hat das angefangen ausverkauft. Also sensationell finde ich dann die Szene beim Aufstiegsspiel, wo sie dann auf dem Platz sind und den blau-weißen Schirm dann noch zerlegt haben. Ja, das war ja Hintergründe. Das war mit Emotion pur. Also, das war der Hammer. Das war ja vorher noch, wir haben es ja fast gewusst, dass wir es geschafft haben. Durch den Sieg in Kassel und durch die anderen Ergebnisse, wir hätten ja das letzte Spiel gegen Neunkirchen höher wie 2-0 verlieren müssen. Aber das hat halt gepasst, geregnet hat es in Strömen. Das war das erste Spiel, was das bayerische Fernsehen direkt übertragen hat. Und
Und aber Bernhard, du hast vorhin in der Pause auch noch was gesagt. Ja, und dann war ja die Aufstiegsfeier. Und sie haben damals im Bayerischen Rundfunk nicht rauslassen, wie lang die gegangen ist. Also vielleicht halt bei 19 Uhr. Und obwohl es der Waldi Hartmann genau wissen wollte. Und ja, die waren, der hätte es ja auch besser wissen müssen. Der war in Hinterbrüll. Das war in Hinterbrüll. Und das war natürlich. Das war zuerst so, ich habe da hat es in Strömen geregnet und ich habe einen Udi, der war damals Kronprinz vom Kronawitter, also der war der designierte Nachfolger, als Lebensmitglied gewonnen. Da sind wir reingegangen. Vorher hat mir der Kronawitter da zum König von Giesing ausgerufen. Das war der Kronawitter. Ne? Ich bin euer Oberbürgermeister und jetzt haben wir einen neuen, so einen Schmarrnheit. Ne? Auf alle Fälle, dann, jetzt waren die alle fort mit den Autos. Jetzt bin ich runter, ist kein Auto mehr da gewesen. Aber ein Taxi rangegangen und es hat in Strömen geregnet. Ich war batschnass. Dann hat der gesagt, das ist ja der Wittberg. Hat seinen Gast raus und hat mich rausgefahren. Und jetzt habe ich mich umziehen müssen und ich habe ja bloß noch privat gehabt, eine Jeans und ein T-Shirt. Ne? Und die waren natürlich alle mit den Anzügen draußen gesessen, der Knecht und so weiter. Ja, und es hat gefeiert worden. Ne? Und wie die halt weg waren, naja, und es am Tisch da und tanzt worden, da kann man sich vorstellen. Ne? Da waren schon ein paar Journalisten und die Mannschaft und ich. Ne? Und dann ist der Heinz gekommen, zuerst der Oberkellner, und hat gesagt, Polizeistand. Dann haben wir einen Piss gehalten, haben die Flügel raus, da landet es ein Schwamm. Und dann haben wir Heinz, da ist der Heinz gekommen, der war wie ein Bub da. Ne? Dann hat er gesagt, Polizeistand blöd. Ja, dann haben wir einen Tisch aufgelegt, ne? Und haben wir gesagt, der Bubi mag noch was. Und dann ist der Alt gekommen. Ne? Und das hat er Folgen gehabt, ne? Weil das war vielleicht drei. Und da hat der Wilmer so Polizei geholt und besoffene Hund und so weiter. Und das hat einen Heiner und einen Schwipper dann auch einen Job gekostet. Ne? Weil wir haben ja nicht gewusst, dass der Präsident wird. Also den hat ja keiner kennt von uns. Und der Waldemar Hartmann war dabei, oder? Nein, da nicht mehr. Aber der war schon auch mittendrin. Ja, da war er nicht mehr. Und dann haben wir vom Hodrus, das war der Masseur, ein Bergbad in Leim, da haben wir dann in der Früh um vier, viertel nach vier, ne? Und der Claudius Meyer, der hat uns von der TZ, der 60er-Reporter, der Dicke, der hat uns die Nummer gegeben vom Hönes und dann hat einer von uns einen Hönes sogar 15 Mal leiten lassen, da war Susi seine Frau da. Ne? Ja, was ist denn los? Ja, hat er gesagt. Ich traue es mir gar nicht sagen, Frau Hennes, was Furchtbares passiert. Ja, reden Sie doch. Ja, das ist so furchtbar, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ja, reden Sie doch. Ja, 60 ist aufgestiegen. Das hat natürlich dann haben die in Bayern ein Vorbereitungsspiel gehabt. Und da waren plötzlich 40.000 im Olympiastadion drin. Haben wir 0-0 gespielt. Und da ist der Bendermanni rausgestellt worden. Ne? Und der Bendermanni hat gesagt, da ist der Wettberg gespielt. Weil der hat das Spiel alles auch. Ne? Der hat den Schmidtbauer auch so gelegt, also da was war wieder mit so. Also auf alle Fälle noch eine Pressekonferenz. Und dann hat der Hönes einen Meier gesehen und der hat seine Lache gehört. Und, gesagt, und der Meier hat gesagt, ja, was sagen Sie da? Eine Frage gestellt, Herr Hönes, wenn jetzt der Aufsteiger in zweite Liga eure Mannschaft, die ja weiter sein müsste, von der ersten Bundesliga so herspielen, so ungefähr. Dann hat er gesagt, passen Sie mir auf. Sollten Sie noch einmal wagen, mich oder meine Frau nach besoffen nachts um 4 Uhr anzurufen, dann mache ich Sie fertig. Und der Meier hat gesagt, ich habe genau Ihre Lache gehört. Aber ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt zurückkommen. Es waren super erfolgreiche Zeiten und TSV 1860. Ich möchte ein bisschen den Bogen spannen zur heutigen Zeit, vielleicht auch als Zwischenstation 2007, 2008. Von den Zielen und Visionen, die 60 damals gehabt hat und dann 2007, 2008 und den Bogen spannen jetzt zur heutigen Zeit. Was ist da gleich geblieben vom Anspruch her? Oder wo soll diese Reise bei 60 hingehen? Oder wo kann es auch hingehen? Ich meine, das Wichtigste ist Geld. Wenn wir mehr in der zweiten Bundesliga waren,
mit Unterhaching oder mit 60 dran, da hat es 300.000 Mark Fernsehgelder gegeben. Mhm. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt gibt es in der zweiten Liga 4,5 Millionen Euro. Mhm. Und dazu kommen diverse andere Einnahmen. Aber wenn man jetzt anschaut, es wird ja nicht mehr von der Europa-Liga gesprochen, weil die nicht mehr notwendig ist. Mhm. Wenn man jetzt als Dritter oder als Zweiter, damals haben nur die Landesmeister gespielt. Mhm. Also wenn man Zweiter geworden wäre, wie Bayern jetzt zweimal nacheinander, wäre das für Bayern eine Katastrophe gewesen finanziell. Bloß diese Unterschiede waren nicht da. Mhm. Ja. Und jetzt, wenn du gesetzt wirst, jetzt wärst du als Zweiter oder Dritter gesetzt, wenn du vorher international so riesen Erfolge hast bei Bayern und der deutsche Meister wird nicht gesetzt. Also wenn der wieder ausscheidet, dann geht es ihm wieder genauso. Mhm. Kommst du über die Gruppenphase drüber, sind das 50 Millionen, in 10 Jahren 500 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Darum sind diese finanziellen Unterschiede nie mehr aufzogen. Das hat sich total gewandelt. Verselbstständigt auch. Aber 60 hat trotzdem in München und in Bayern und vielleicht auch in ganz Deutschland seine Berechtigung, weil es einer der wenigen Traditionsvereine ist, wo es wieder raufzukommen oder das zu erreichen, das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Man muss bloß die Marke bleiben. Mhm. 60, sich nicht verbiegen. Richtig. Dann war der Ansatz völlig verkehrt, miteinander Stadion und Business Seats verkaufen. Wir haben einfach die Klientel nicht, dass wir 3.000 in eine Zweitligastadion reinbringen, die trinken und essen für 3.600 Euro im Jahr. Bayern konnte 10.000 Euro Sitze doppelt verkaufen, das ist so. Mhm. Okay, also habe gerade auch den Hinweis bekommen, dass wir schön langsam am Ende von der Sendung sind, aber eins möchte ich Ihnen trotzdem noch entlocken. Das kommt dann danach. Drei Sachen, die Sie sich für 1860 München wünschen. Drei Wünsche frei, Herr Wettberg. Ja, dass der Verein so bleibt, wie ihn die meisten Blauen sehen. Das ist zwar keine Religion, aber es ist mit Sicherheit Lebensqualität, dass ich mit Gleichgesinnten diskutieren und streiten kann. Ob der eine jetzt Rechtsanwalt ist, ob der arbeitslos ist oder ob das ein Doktor ist, völlig gleich. Mhm. Wo nur diese Liebe zum Fußball, und zwar zu dem Fußball, wie man in England, wie er in England groß geworden ist, wie er auch in Gelsenkirchen, in Dortmund und vielleicht auch in St. Pauli gepflegt wird. Mhm. Und wie er bei 60 wieder gepflegt werden soll, irgendwann im eigenen Stadion. Mhm. Das wäre Punkt 2. Ich möchte diese Vision wenigstens. Ja, muss ja schon noch ein bisschen älter werden, das ist mir klar. Okay, aber also Stadion? Das ist ja auch ein Wunsch. Völlig. Warum soll man nicht, wenn es mir gesundheitlich so gut geht, wenn es mir geht und wenn ich so fit bin? Ja, freilich. Da habe ich nichts dagegen, wenn das noch einige Zeit weitergeht. Mhm. Und dritter Wunsch? Mit 60. Ja. In den nächsten 2 Jahren muss man auf. Alles klar. Und dazu ein Tipp fürs Derby noch, oder? Dass wir alle nur einen abgeben? Ja. Ja, das ist immer schwierig. Ich meine, da bin ich zu sehr Löwe. Also, auf geht's. 2-1 für 60. Ich sag, und dann soll von mir aus Ingolstadt 3-4 nacheinander gewinnen. Aber okay. Ich sage, endlich ein Sieg gegen die Löwen 2-1 und wir landen todsicher vor die Löwen in der Saison. Da bin ich überzeugt. Oh, 1-1, schätze mir jetzt so. Also hier da, vorher schon 2-2, würde ein heißer Kick. Bernhard, du hattest noch eine Sache kurz zum Abschluss. Sie sind 70. Sie haben den Anfang von der Bundesliga 63 wahrscheinlich live miterlebt. Heuer ist Jubiläum, 50 Jahre Bundesliga, da hängt da ein Plakat. Und unser guter Freund Ben Redelings. Halt's mal in die Kamera. Ich habe mir das Plakat da, ich habe es ja sicher schon gefilmt, hat diese 50 Jahre Bundesliga in dem Schinken zusammengefasst, mit Fotos, mit lustigen Geschichten, mit allem. Rummenigge, Breitner und Hoeneß im Bett beim Zeitunglesen. Also Weltklasse, ist super. Da Sepp Maier mit Victory-Zeichen auf dem Auto, einfach zufällig aufgeschrieben. Da ist jede Seite ein Highlight. Das schenken wir ja noch. Dankeschön. Viel Spaß. Jede Woche ein Jahr lesen, dann ist mein Jahr durch. Okay. Vielen Dank. Gut, dann haben wir es für heute. Sagen wir mal vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Haben wir auch wieder einen tollen Gast da, aus dem bisschen nördlich. Und vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Servus, 19 Uhr.